Nach langer Zeit hatten wir heute wieder ein sehr produktives Arbeitsgespräch mit der Leitungsebene des Landkreises Uckermark. Wir hatten uns vor längerer Zeit schon vereinbart zu diesem Termin, denn es gibt einiges in der Region, was uns verbindet. Es sind ähnliche Aufgaben, aber im Erfahrungsaustausch stellt man dann doch fest, dass wir unterschiedlich rangehen. Ein ganz wichtiges Thema ist für uns grenzüberschreitend über die beiden Landkreisgrenzen bzw. auch über die Landesgrenze das Thema ASP-Zaun. Wir wissen, dass wir hier eine gemeinsame Aufgabe haben, diesen Zaun dicht zu halten und uns der Aufgabe auch nur gemeinsam erfolgreich stellen können. Aber es sind auch Themen der Jugend- und Sozialarbeit gewesen, die wir beide in den Landkreisen ganz intensiv zu beackern haben in unseren Verwaltungen. Und auch hier war dieser Erfahrungsaustausch heute schon sehr wertvoll. Über weitere Themen, sei es die Kreisstraßen oder sei es Vorhaben über die Kreisgrenzen hinweg, werden wir in gesonderten Arbeitsgruppen uns nochmal zusammentreffen, nämlich auf den Arbeitsebenen der beiden Landkreise. Denn es gibt einige Themen, die wir viel intensiver miteinander besprechen müssen, und die letzten 2 Jahre Corona haben es uns nicht möglich gemacht. So wollen wir den Faden jetzt wieder aufnehmen und intensiv in die Abstimmung und in die Gespräche gehen. Ich freue mich drauf. Es war ein sehr, sehr guter Termin.